Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir haben klitzekleine Änderungen vom Plan, aber die ist auch wirklich nur kurz, glaube ich, hoffe ich. Wir sind jetzt hier gerade bei Andros nochmal. Naja gut, bei den zweien hier, mal gucken, ob wir die irgendwie losbekommen, ohne jetzt hier das Geld zahlen zu müssen. Aber hier drüben so gab es eine Insel, die hat nicht mal irgendeinen Namen, die hat aber ein Fragezeichen. Ist mir so beim Erkunden mal aufgefallen. Irgendwie zwischen Samos und Chios, keine Ahnung, wie sie das dann aussprechen. Und ich dachte mir so, ach komm, wenn wir jetzt hier irgendwie unterwegs sind, dann machen wir das so. Wir fahren dann also mal kurz hier rüber, schauen uns das Fragezeichen an und dann geht's direkt nach Terra runter. Und da haben wir ja aber schon hier das Schiffsdock. Und dann tüdeln wir da einfach hin und dann geht es da ganz gut, glaube ich. Mal sehen, dass wir jetzt... Mal schauen, dass wir jetzt nicht in zu viele Kämpfe verwickelt werden. Vielleicht. Ich glaub's zwar nicht. Also ich glaube schon, dass wir da einige Kämpfe haben werden jetzt, aber naja. Ein prachtvolles Schiff. Aber sollen wir wirklich so nah ran? Ja, sollen wir. Macht euch bereit! Auf Position! Halbe Kraft! Das war ein Treffer, der wehtut! So schnell es geht! Krieger zu mir! Tragt den Tod zu ihnen! So! Naja, probier's. Probier's. Natürlich hast du jetzt den ausgewählt. Sag mal. Dann lade ich jetzt erstmal die anderen weg hier aus. Immer rennt mir irgendeiner vor die Klinge. Meine Güte. War jetzt nicht schön, aber nein. Was willst du machen? Ja. Warum krieg ich da jetzt hier wieder so ein böses... Ja, du hast ein Schiff versenkt, wenn die mich doch angegriffen haben. So, ey, ich... Mach jetzt endlich, dass du losfährst. Alter, ich krieg... Wie kann man... Ohne Mist, sowas regt mich... Also gerade dieser Bug oder diese beschissene Steuerung regt mich so dermaßen auf. Ich könnte da wirklich ausrasten. Es tut mir so leid wegen der Negativität, aber... Wenn du... Fahr mal 6 Stunden, ne? Und enter immer wieder die Schiffe und mach sie nicht nur kaputt. Und dann hast du diese Leute und du, das Schiff ist der Meinung, du willst ständig mit denen reden, statt einfach, so wie es da steht, Kommando übernehmen, fertig. Und das Spiel kriegt es einfach nicht hin. Es ist so frustrierend. Und irgendwann habe ich so oft hier rumgefahren, ne, um mal zu entspannen. Und da ist dann irgendwann einfach die Grenze durchbrochen gewesen, dass es mich so dermaßen aufgeregt hat. Dass jedes Mal, wenn es jetzt passiert, triggert es mich sofort wieder und ich bin auf 270. Kerkops. Naja. Nee, wir lassen die in Ruhe, ne? Wir wollen ja einfach nur zur Insel.
Warum gibt's hier so viele Spartaner um die Ecke? Ja, fast so, als wenn die eine Seeblockade hier für diese Insel bauen. Oder als wenn sie gerade irgendeine riesengroße Offensive auf irgendeinen anderen Gegner bringen. Natürlich auch so. Wie sieht das mit den Besitzverhältnissen hier aus? Sparta? Auch Sparta. Na gut. Hoffentlich explodiert der Tira nicht unterm Hintern, wie es vermutlich den Minoren passiert ist. Schauen wir mal. Aber hey, dann gibt's wenigstens eine schöne Explosion. Auch Konfetti. Das ist doch schon mal was, oder? Weil wenn dann schon so ein Abgang, dann wenigstens ein guter, ne? Das wenigstens auch Spaß gemacht hat. Also wenigstens euch da. Hier irgendwo anlegen. Ich glaube, man kann hier nirgendwo anlegen, oder? Ja, dann schwimmen wir einfach rüber, das ist ja kein Problem. Gut, mach das. Schätze, gibt's hier unten auch nicht, sondern nur da. Na, ich schätze, dann gehen wir da mal rüber. Danach können wir ja unseren Vater suchen. Oder zumindest ein paar Informationen darüber. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Ich hoff's. Das wäre echt cool, wenn wir jetzt noch irgendwas über ihn finden. Oder sagen wir es so, über unseren Erzeuger. Weil da hat Myrine schon recht gehabt, ne? Nikolaus war quasi unser Vater. Er war für uns da, er hat uns aufgezogen und so weiter. Was ja nicht heißt, dass der Erzeuger das nicht auch wollte, aber es ging vielleicht aus irgendeinem Grund nicht. Da war Myrine ja etwas sehr, naja, verschlossen. Formulieren wir es mal so. Ne? Sie krabbelt. So. Interessant. Ich geh erstmal hier runter. Oder? Entschuldigung. Nase ist gerade furchtbar. Was sind das hier unten für welche? Das ist ein Hüter. Ein Beschützer. Das sind doch Kultisten, eindeutig. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen.
Ja, pinkelt da hinten erstmal in Ruhe weiter. Überhaupt kein Problem. Na gut, dann schauen wir da hoch. Es muss ja dann irgendetwas Besonderes sein, dass auch die Kultisten einfach hierher kommen und sagen, oh, Achtung, hier wollen wir irgendwas. Auf jeden Fall müssen wir jetzt nicht lange leiden lassen, die Kirchen. Poseidon wacht über sein Meer. Während er abgelenkt ist, sollte ich mir seinen Tempel ansehen. Was bekommen wir denn? Dreizack des Poseidon. Ein Speer. Erlaubt das Atmen unter Wasser. Ja, schicki. Kritischer Schaden 40%. Also ich werde den jetzt nicht aus... Ich werde den jetzt nicht verwenden, aber... Wollte mir mal angucken. Ja, warte. Achso, und das war's jetzt, ne? Mehr gibt's nicht. Aber ist cool. Oh, doch, hier hinten gab's noch was. Achso. So, wir suchen dann gleich unseren Vater, ja? Das ist alles kein Problem. Ich möchte bloß ein ordentliches Bild mal kurz machen. Besser kann's ja schon fast gar nicht. Ich muss dann nur den... muss es dann nur irgendwie Terms of Service korrekt haben. So. Oh, da sieht der Dreizack nicht so gut aus, ne? Ja, genau Spiel. Das, genauso wollte ich das. Schaut euch das mal an. Das sieht... Ey, komm! Das sieht schon richtig gut aus. Ah, oh, Mann! Ich vergesse immer, dass ich hier ja nicht mit... mit Leertaste hochgehe beim Fotografieren-Modus. Schlimm. Genau, ich wollte ihm vorher noch eine Harnröhren-Erweiterung spendieren. Da hast du vollkommen recht, Fuffel. Das Ding ist, ich wollte ihm ja nur helfen. Ja? Ja, man sieht dann nicht, dass da was anderes ist. Das passt dann schon. Aber dass genau da jetzt gerade noch ein Blitz kam, das war ja... Es war das, ja... Oder? Vielleicht ist Poseidon jetzt auch einfach sauer, dass wir den haben. Das kann natürlich auch sein.
haben wir jetzt nur noch Donner und so und schlechte See, wenn wir auf dem Wasser jetzt sind, weil wir diesen Dreizack haben? Oh ja, warte mal. Wollen wir noch was ausprobieren? Rein. Gut, wir nehmen erstmal wieder das andere. Aber das ist cool. Achso. Wir machen Schnellreise. Haben wir ja gesagt, machen wir auch. Geil, finde ich cool. Pasta-Ruin. Da ist das Lager. Ich glaube, hier wohnt jetzt keiner mehr. Es ist nur so ein Gefühl. Also außer ein paar Tierchen. Können wir ein Rätsel machen? Gibt es in irgendeiner Art und Weise ein Lichträtsel? Ah, das müssen wir verbrennen. Dann gibt es da einen Spiegel, dann geht es dahin und dann. Ja, müssen wir mal gucken. Okay, wird interessant. Tera, ich habe mehr erwartet. Oh ja, ist auch einer. Hallöchen. Na. Okay, wir haben also hier überall welche. Wir haben hier überall Spiegel und dann müssen wir die Orte freiräumen. Oh, wie cool. Ach du Scheibenhonig. Ihr wisst alle, dass das ewig dauern wird, oder? Das ist euch doch bewusst. Also mir schon. Ich hoffe euch jetzt auch. Diese Ruinen sehen alt aus. Ich frage mich, wer sie erbaut hat und wann. Was sind das für Türme? Tja, eindeutig waren das die Isu. Also ich meine jetzt nicht unbedingt Ewigkeiten, weil wir so lange brauchen, das herauszufinden oder sowas, sondern um dann wirklich alles zu haben. Und alle Punkte hier aufzudecken und so weiter. Wenn du noch ewig um den heißen Brei redest, bestimmt. Hä, was? Cool.
Machen wir jetzt lieber gleich einmal. Muss ja dann noch irgendwie noch ein mystisches Tier hier auf Terra geben. Also da hinten war ja noch so ein güldenes Fragezeichen. Hey Kali, na, wie geht's, wie steht's? Hast du dich schon ein wenig erholen können jetzt von der Woche am Wochenende? Du hattest es ja nötig, hast du gesagt. Doch einfach. Deine Katze hat deine LEDs durchgekaut. Okay. Ich würde ja fragen, warum, aber ich glaube, die Frage kann niemand beantworten. Ich rech mal deine LEDs, ne? Ich habe hier ganz viele Katzen jetzt gerade schon und so. Gut, dann gehen wir runter zum Lager. Und dann werden wir hier ein paar Sachen verschieben müssen, ne? So wie es aussieht. Ich wollte mich bloß erstmal um die Luchse kümmern, damit wir ein bisschen freie Bahn haben. Was? Ja, habe sehr viel geschlafen, jetzt geht's dir besser. Sie gönnt mir nichts Schönes, das ist der Grund. Du meinst, sie hasst dich einfach, ja? Das finde ich aber gemein. Nichts als eine Tafel. Was steht darauf geschrieben? Also sind die Lichtstrahlen der Schlüssel. Während ich meine Erforschung der minoischen Ruinen fortsetzte, fand ich Schriften, die eine Tür erwähnten. Nach einigen Übersetzungen wurde deutlich, dass die Spiegel, die ich gefunden hatte, Teil eines Mechanismus waren. Ich stellte die Spiegel auf und kehrte in die Ruinen zurück. Dort fand ich einen Pfad, der tiefer unter die Erde führte. Am Fuß der Höhle war der Zugang zu etwas anderem. Morgen öffne ich die Tür und schaue hinein. Ja, dann tun wir es ihm mal gleich, ne? So ist es richtig. Gibt's bestimmt wieder was zu verschieben, aber da gucken wir dann. Noch irgendwo welche? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das scheint die richtige Position zu sein.
Genau, dass wir immer bis ans Ende müssen, ne? Dass sie uns da jetzt nicht nochmal, ich sag jetzt mal, verarschen, auf gut Deutsch gesagt. Und wir jetzt das noch übelartig hinstellen müssen. Es wäre ja kein Verarschen an sich, sondern eher ein Ärgern. Aber ich gehe auch mal nicht davon aus, dass wir uns jetzt richtig ärgern. So, aber ich mach mal ganz kurz noch den Reisepunkt. Jetzt geht er. Auweia, auweia. Trifft sich gut, ich wollte morgen auch ein bisschen Pasta machen. Da ist das ja quasi wunderbar. So, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Wo das jetzt alles. Also. Da unten ist eine, also dann stellen wir erstmal das alles nach hinten. Mal gucken, wo wir dann noch hin müssen. So, das sollte reichen. Jetzt nur noch die Tür. Oh, was? Echt jetzt schon? Okay. Dann ganz kurz einen Moment. Ich hab da oben was gesehen, das will ich natürlich jetzt nicht. Wenn das irgendwas ganz Wundervolles war, will ich das jetzt nicht übersehen. Aber warum hast du denn so eine böse Katze, Kalle? Hm? Warum gönnt sie dir denn nichts? Hast du sie geärgert? Na endlich. Mal sehen, was dahinter liegt. Ich denke, das ist Karma. Das ist die Bestrafung dafür, dass ich was Schönes, also die Katze, gegönnt habe. Die wollen uns jetzt bestimmt damit sagen, dass unser Vater ein Isu war. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen erschreckend. Wenn das doch so ein schwieriges Rätsel ist, was man ja auch erstmal wissen muss, dass man das macht. Ich meine, gut. Warum sollte mein Vater hier sein? Wir sind da durchgelaufen und haben schon gedacht, oh Mensch, das ist ja ein Rätsel. Aber das haben wir ja nur gemacht, weil wir ein Spiel spielen. Und wir wussten, dass Spiele nun mal manchmal so sind. Aber jetzt die ganzen Menschen, die hier sind, wussten die irgendwie davon? Gab es da wieder irgendwelche Mythen, die sich erzählt wurden? Das Spiel war jetzt nicht so sehr, also die Kamera war jetzt nicht so sehr damit begeistert, da oben zu sein. Geht's noch weiter, aber da drüben geht's.
Geh mal kurz hier drüben. Ich das Gefühl habe, dass es hier nicht... Also hier wird es zwar ein bisschen weit gehen, aber nicht viel. Okay, vielleicht bin ich genau falsch. Ich gehe nochmal auf die andere Seite. Gut, dann ab in die heißen Gefilde. Vorsichtig sein. Solltest du, ja. Du solltest vorsichtig sein. Das wäre gut. Nein! Oh, Scheiße! Diese Flammen geht aus, verdammt! Merke, auch zu nah da dran sein ist schon schlecht. Ich würde mal hier drüben hingucken. Oh, hi ho, mein Discord war abgestürzt, da habe ich keine Benachrichtigung bekommen. Ah, ist doch nicht so schlimm, alles gut. Klingt, als brennst du mal wieder für das Rätsel. Ja, aber sowas von. Also. Hallöchen, ihr Lieben. Das war alles, was ich... Okay, na gut. Na, jetzt geh hoch. Ja, ich habe das in Kauf genommen dafür, dass ich meiner Loot-Gier frönen kann, okay? Ich habe so ein bisschen Angst, wo es jetzt hingeht, ja? Aber anscheinend haben auch das schon einige Leute geschafft. Waren das Freunde von den ISO? Also die haben sich ja ab und zu mit Menschen eingelassen, so ist es ja nicht. Eine Runde der Boden ist Lava. Das sind die, die beim Bau geholfen haben. Ja, das, so wie die ISO manchmal drauf waren, wäre das jetzt für mich nicht ganz so abwegig.
Okay. Sie haben sich immer so als, oh, wir machen das alle gemeinsam und wir sind ganz tolle Buddies und so hingestellt. Ja, aber so richtig, ne? Yeah. Ja, nee, da komme ich ran, Ubisoft. Ist überhaupt kein Problem. Da komme ich sowas von ran. Das ist, genau so machen wir das. Was machst du? Die Kameraführung und das Sprungsystem, ne? Ich wollte einfach, dass er am Rand wieder lang geht, wo wir gerade schon mal waren. Na gut. Nicht hingekriegt. Kann ja nicht alles hinkriegen. Ja, langweilig. Hättet ihr ja gar nichts mehr zu meckern.